So, es ist jetzt 3 Uhr morgens. Ich werde jetzt gleich losfahren. Ich habe mich schon angezogen, alles fertig gepackt und sitze jetzt im Auto und werde gleich losfahren. Es ist wie gesagt 3 Uhr morgens, es ist fucking früh. Ich bin fucking müde, weil ich irgendwie kaum schlafen konnte. Also bin etwas müde, nie ganz ausgeschlafen. Ja, und werde jetzt erstmal losfahren. Wir sehen uns dann auf der Raststätte wieder. So, Leute, ich bin jetzt auf der Raststätte. Es ist inzwischen 5 Uhr früh. Ich bin nicht mehr ganz so müde. Ja, bin jetzt erstmal hier angekommen auf der Raststätte. Ich fahre jetzt von Sachsen nach NRW. Das sind so ungefähr 6 Stunden, werde ich jetzt fahren. Werde aber noch einen Zwischenstopp machen und einen Kumpel noch abholen. Und dann geht's zum Hotel nach Brühl. Und da werde ich dann wahrscheinlich den nächsten Vlog machen. Den nächsten Abschnitt, da sehen wir uns dann wieder. Bis später, Leute. Hey Leute, da bin ich wieder. Mittlerweile ist es auch schon hell geworden. Ich bin jetzt auf der Raststätte und dachte, ich hole mir erstmal was zum Frühstück, ein Fischbrötchen und esse das erstmal. Ja, und dann fahre ich jetzt durch zu meinem Kumpel und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt beim Kumpel Dennis angekommen. Er möchte allerdings nicht mit auf dem Video sein. Das ist auch nie schlimm, ne? Wir sehen ja dann auch noch Fabi und Timon. Die kennt ihr aus meinen Videos, wenn ihr mal auf YouTube guckt. Meistens in GTA, in den GTA-Videos. Die werden wir heute noch sehen. Und ein Kumpel, den ihr aber nie kennt, Hendrik heißt er. Den werden wir auch am Hotel dann treffen. Ich werde jetzt noch 1 Stunde 30, werde ich jetzt noch wahrscheinlich fahren müssen, oder 2 Stunden rum so. Und dann sind wir endlich final am Hotel. Da melde ich mich von dort wieder. Bis später, Leute. So, Leute, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Es hat alles geklappt. Und morgen werden wir zur Gamescom fahren. Wir werden heute am Donnerstag erstmal im Hotel bleiben, noch was essen und dann pennen gehen. Heute machen wir nicht mehr viel. Ich zeige euch mal kurz das Hotelzimmer. Dann sehen wir uns später wieder. Wir haben ein Bett, einen Fernseher und wir haben einen Schrank. Das ist der Wahnsinn. Wir haben sogar einen Ventilator und wir haben ein ziemlich kleines Bad mit gerade mal dem, was man braucht. Ich meine, naja, ich bin froh, dass ich für die Gamescom noch was bekommen habe. Ist eigentlich nie so schlecht. Das einzig Schlechte ist, dass hier oben Hitze bis zum Gehtnimmer ist, weil wir unterm Dach sind. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Ja, Spyrox hier, ich bin Fabian. Ich Ich bin bin immer in Timo. Streams mit dabei. Die zwei kennt ihr aus meinen Timo. GTA-Videos. So, und wir sind auf der Gamescom, wie gesagt, und ja, wir nehmen euch heute ein bisschen mit. Nick, hast Viel du noch was zu Spaß. sagen? Wir sehen uns später, Leute. Tschüss. Bis
So Leute, der erste Gamescom-Tag ist zu Ende. Wir sitzen jetzt hier und lassen den Tag noch ausklingen. Fabi und Timon sind auch mit am Start. Und wir werden mal schauen, wie es morgen auf der Gamescom wird. Bis später, Leute. Hi Leute, wir sind heute hier den zweiten Tag auf der Gamescom. Es ist ziemlich voll am Samstag. Und wir gucken mal, was wir heute alles so entdecken. Bis später, Leute. Leute, ich kann euch echt sagen, Gamescom ist ein ziemlich geiles Feeling. Ihr müsst unbedingt mal herkommen. Ich habe heute coole Leute getroffen, coole Gespräche geführt. Das war echt eine geile Gamescom mal wieder. Geht unbedingt mal irgendwann hierher, kann ich euch noch empfehlen. So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin zurück von der Gamescom. Ich bin jetzt gerade rein. Bin vollkommen geschafft von der Rückfahrt. Das war ein Marathon von 7 Stunden, die ich gefahren bin. Ich glaube mit nur einmal kurz Pause. Ja, ich werde mich heute einfach nur noch hinhauen. Aber ich kann euch wirklich sagen, die Gamescom ist mega geil. Macht das auch mal, fahrt dort mal hin, wenn ihr dort noch nie wart. Oder auch wenn ihr dort wart, fahrt einfach noch mal hin. Ich werde nächstes Jahr bestimmt auch wieder dabei sein, denke ich mal. Es war auf jeden Fall cool, Fabi, Timon und Dennis zu treffen, die ich ja das erste Mal getroffen habe. Wir kannten uns ja bloß vom Zocken her, vom Streamen und so. Ich meine, wir kannten uns auch schon vor meiner Streaming-Zeit, aber halt auch nur vom Zocken her. So, und ja, es war einfach mega geil. Ich habe auch viele Streamer getroffen, da zeige ich euch gleich, blende ich euch gleich nochmal Bilder ein und ein paar kleine Videomitschnitte auf der Bühne habe ich nämlich den Mafuyu und den Herrn Currywurst auf der Bühne gesehen und danach auch noch getroffen, konnte mal mit denen einen kleinen Plausch führen und sich ein bisschen von Streamer zu Streamer austauschen, ne? Also das war auf jeden Fall richtig, richtig cool gewesen, die Gamescom, dass die Leute sich auch die Zeit genommen haben. Ich blende dann von allen, die ich getroffen habe, nochmal Bilder ein, werdet ihr gleich nochmal sehen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich nächstes Jahr auch wieder ein paar Leute treffen kann dort. Vielleicht auch welche, mit denen ich zocke. Bis dahin lerne ich vielleicht noch ein paar Leute kennen. Aber Gamescom, kann ich euch wirklich sagen, lohnt sich wirklich. Fahrt da einfach mal hin. So, ich melde mich gerade noch ein letztes Mal für diesen Vlog. Und zwar blende ich auch gleich nochmal ein Bild ein, wo wir alle drauf sind. Also ich und meine Kumpels da haben wir noch ein Endbild gemacht. Und ja, wundert euch nicht, meine Katze ist gerade bei dem vorherigen Video durchs Bild gelaufen, aber da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Macht nichts. Okay Leute, auf jeden Fall war es eine coole Zeit. Das Hotel war okay, die Gegend dort hat uns echt gefallen, also die Stadt Brühl ist echt schön, kann ich nur empfehlen. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Jahr beim nächsten Gamescom-Vlog wieder, aber natürlich vorher auch bei anderen Sachen. Haut rein, Leute. Hallo Dennis. Oh, nee. Oh. Digga, Junge, komm mal ran da.